Übersinnlichen beschäftigt, also mit psychischen Kräften und die Erfahrungen auf dem psychischen Gebiet machen wollen. Der führende christliche Hexer ist ein Pastor, ein Methodistenpastor aus Chicago, und er schreibt Traktate für Christen, die sich in Hexerei einlassen wollen und sie sich aber doch noch wundern, ob sie vielleicht dann zur Hölle gehen oder nicht. In seinen Schriften zerstört er zuerst die Ansicht über die Hölle und den Teufel, und dann baut er die Menschen auf in der Hexerei. Ich wurde also von diesem Mann abgeholt. Sein Name war Dr. Raymond Buckland und er war der Leiter der anthropologischen Abteilung von der Columbia Universität. Er ist es jetzt nicht mehr. Er nahm mich also mit zu sich nach Hause, und das Erste, was er tat, war, dass er alle Ansichten, die ich bisher über Hexerei gehört hatte, in mir abbaute. Und er sagte mir dann, dass das die Information gewesen sei, die jeder unterhalb des dritten Grades zu lernen bekommen hätte. Das hat mich sehr überrascht, denn ich und auch alle anderen Hexen, wir glauben, dass es doch nur drei Ebenen in der Hexerei gibt. So habe ich bei ihm dann einiges gelernt. Ich ging dann nach Maryland und habe doch noch mehr gelernt und ging nach Kalifornien und lernte noch mehr. Als ich meine Lehrzeit beendet hatte, ging ich nach Colorado und dort ging ich durch eine Einweihungsszene hindurch. Danach war ich ein Hexer des sechsten Grades und ebenfalls ein Mitglied des großen Druidenrates. Bevor ich nun weiter erzähle, etwas dazwischen, nehmen Sie doch bitte jetzt einmal eine 1-Dollar-Note heraus und ich möchte Ihnen dann ganz schnell etwas erklären. Auf der Rückseite dieser 1-Dollar-Note sieht man die beiden Siegel der Vereinigten Staaten. Auf der linken Seite sieht man eine Pyramide. Dieses Siegel aber ist niemals von der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika gebraucht worden, um irgendein Regierungsdokument zu versiegeln. In der Tat, man hat auch keine Erklärung dafür, warum man dieses Siegel überhaupt hat. Man hat es einfach. Es wurde im 18. Jahrhundert übernommen, aber 1776 wurde dieses Siegel in London, in England, geschaffen. Darunter steht geschrieben, die neue Ordnung, die 1776 ihren Anfang nahm. Das heißt, dieser Anfang war am 1. Mai 1776, nicht am 4. Juli 1776, dem normalen Unabhängigkeitstag der Vereinigten Staaten. Dieses Siegel wurde auf Anordnung der Familie Rothschild in London kreiert und hier in dieses Land durch Benjamin Franklin und Alexander Hamilton gebracht. Diese Familie ist der Kopf der Organisation, in die ich in Colorado eingeführt wurde. Es ist die Organisation, zu der alle organisierten Hexenringe und alle Bruderschaften gehören. Alle okkulten Bruderschaften von irgendeiner Art gehören dazu. Das Okkulte daran ist nur die Religion dieser Organisation, nicht die Organisation selber. Dieser Organisation kann man bei den Freimaurern begegnen, man trifft es bei den okkulten Vereinigungen an, man kann diese Vereinigung innerhalb der Kommunisten begegnen. Diese Organisation ist weit verbreitet. Wenn man nun diese Organisation in der jeweiligen Gruppierung findet, dann meint man, man hat die Quelle in dieser jeweiligen Gruppe gefunden. Aber eigentlich ist es eine Verbindung von all diesen Dingen zusammen. Es ist eine luziferische Organisation und das Okkulte darin kann man in der Priesterschaft, den einzelnen Priestern erkennen. Ansonsten ist diese Organisation politisch. Es geht um die Finanzen und man hat die Auffassung, eine einheitliche Weltregierung zu schaffen. Diese Organisation wird alles tun, um diese Weltregierung herbeizubringen. Und diese Gruppe nennt sich die Illuminati. Viele von Ihnen mögen diesen Ausdruck schon einmal gehört haben. Die Hexen gebrauchen diesen Ausdruck überhaupt nicht. Wenn man dieses Wort Illuminati nur nennt innerhalb des Hexentums, dann kann man schon seinen Kopf riskieren. Sie gebrauchen das Wort Moria, den erobernden Wind.
Das Wort Illuminati bedeutet die Lichtträger. Aber alles ist dasselbe. In der Tat, nachdem ich gerettet war, ein Christ war und schon einige Jahre im Dienst stand, kam eines Tages der Leiter des Rates der 13, in dem auch ich einmal gesessen habe, kam zu mir nach Dayton, Ohio und sagte, wir haben nichts dagegen, gegen irgendetwas, was du sagst, nur gebrauche diesen Ausdruck Illuminati nicht. Nun, das ist ihr Siegel und während meiner Ausbildung wurden mir in all den Jahren die ganze Geschichte dieser Organisation beigebracht, welche Ziele sie verfolgt hat und auch noch verfolgt. Die ganze Zeit über, wo ich in der Ausbildung war, hat es mir sehr gut gefallen. Ich dachte nun, die ganze Sache ist so großartig. Mir gefällt es, zu der Familie der Collins zu gehören. Der Grund, warum ich mit so jungen Jahren schon eingeweiht wurde, war, dass ich der letzte Erbe in dem Familienstammbaum der Collins-Familie war. Und seit der Schaffung dieses Rates hat es immer ein Collins-Familienmitglied als Mitglied in diesem Rat gegeben. So meinte man, dass ich auch zu diesem Rat gehören müsste. Das ist auch der Grund, warum man versucht hat, meine eigenen Kinder zu kidnappen oder sie von uns zu kaufen. Man hat uns auch gedrängt, unsere eigenen Kinder im Hexentum aufzuziehen, nur damit weitere Familienmitglieder der Collins in diesem Rat sitzen könnten. Nach meiner Einweihungszeremonie bin ich dann von Colorado nach San Antonio, Texas verzogen. Dort war ich auch näher an dem ganzen Drogenhandel und konnte diesen Drogenhandel besser überwachen. Diesen Platz habe ich dann nicht mehr verlassen, außer um an bestimmten Versammlungen im Hexentum innerhalb der USA teilzunehmen. Auch nahm ich an den großen Druidenversammlungen teil, die 8-mal im Jahr an verschiedenen Plätzen innerhalb der Welt stattfanden. Der Vorsteher für diese geheimen Versammlungen ist immer eine andere Person. Alles war in Ordnung bis 1972, als ich den Vorsitz einer solchen Versammlung in San Antonio, Texas hatte. Zu dieser Zeit kam ein Mitglied des amerikanischen Außenministeriums, der der Botschaft in London zugeteilt war, brachte einen versiegelten Umschlag von dem amerikanischen Außenministerium. Dieser Umschlag war mit dem US-Staatssiegel versehen und der Mann hat diesen Umschlag einfach bei diesem Rat liegen gelassen und ist verschwunden. Dr. Raymond Buckland hat dann diesen Umschlag genommen, die Siegel aufgemacht und hat daraus 6 Briefe herausgeholt. Diese Briefe waren mit einem Wachssiegel versehen, das die Pyramide zeigte. Bevor ich nun weiter erzähle, möchte ich ein wenig Aufklärung geben. Die Pyramide zeigt die Struktur der Illuminati. Auf dieser US-Dollar-Note erkennen wir, wie diese Pyramide aus einzelnen Blöcken besteht. Der oberste Block stellt den obersten Rat der 13 dar, in dem auch ich Mitglied gewesen bin. Der nächste Block verkörpert den Rat der 33. Das sind die 33 höchsten Freimaurer in der Welt. Danach kommt der Rat der 500, das ist das ganze Weltbanksystem. Und von da aus gesehen gehören dann verschiedene weitere Organisationen dazu. Die Spitze dieser Pyramide, der Eckstein, stellt die Rothschild-Familie, das Rothschild-Tribunal, dar. Sie werden als Gottheit in Menschenform angesehen. Ihr Wort wird von den Illuminati, also den Erleuchteten, als nacktes Gesetz angesehen. Wenn sie etwas sagen, dann ist es so ungefähr wie für uns das Wort von Petrus oder Paulus, nämlich Wort Gottes. Das Auge in der Spitze der Pyramide ist der Luzifer. Er ist der führende Geist, er ist die innere Führungsinstanz. Es wird geglaubt, dass die Rothschild-Familie persönlich mit dem Teufel in Verbindung steht und zu ihm spricht. Ich bin persönlich in der Villa der Rothschilds gewesen und habe das miterlebt und ich weiß, dass das stimmt, auch heute noch, wo ich ein Christ bin. Das ist also diese ganze Struktur. Als wir nun bei dieser einen Ratsversammlung saßen und diese Briefe öffneten, war alles soweit in Ordnung.